Patricia. Ich habe keine Ahnung, wo ich auf dem Handy gucken muss, damit ich eine perfekte Aufnahme für einen Vlog machen kann. So, ich versuche jetzt nochmal. Ich gucke jetzt mal dahin und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wo ich hingucken muss, wenn ich dann tatsächlich einen Vlog machen will. Also muss ich dann dahin gucken? Oder gucke ich dahin? Oder gucke ich da in die Ecke? Die Seite, also auf die Seite des Handys gucken. Also dahin gucken. Und dann gucke ich da, oder muss ich, gucke ich einfach direkt in die Kamera? Seht ihr mich dann? Weil, also für mich sieht das aus, als würde ich an der Kamera vorbeigucken. Ich übe einfach noch ein bisschen. Nicht wundern, ich habe hier noch Lippenstiftreste, habe ich gestern nicht abgeschminkt. Aber ich übe noch. Ja, ich habe mir auch noch nicht fertig gemacht, weil ich das jetzt erst für mich herausfinden wollte. Wo verdammt nochmal ich hingucken muss, damit das gut aussieht. Weil ich dachte, vielleicht probiere ich mich auch mal am Vloggen. Kann ja nicht so schwierig sein. Ah, da liegt Katzenfell. Also nicht, weil wir die Katzen gefällt haben. Das Fell abgezogen haben, sondern ja, weil die sich dann so, ja, okay, ich lade das mal als Check, Check, Check hoch und ich habe immer noch keinen Plan, wo genau ich hingucken soll. Vielleicht doch lieber die Kamera so halten. Oder sollte ich dann da hingucken? Also da zu dem, hier zu dem Schlitz da in der Kamera? Wir probieren es mal aus. Ich mache jetzt mal. Ich glaube, das ist gut. Ich halte dann quasi mein Handy mit der linken Hand und gucke hier in diesen Schlitz, also da, wo man den Hörer eigentlich... Ne? Ich glaube, das ist gut. Dann sieht das so aus, als würde ich in die Kamera gucken, gucke aber auf diesen Schlitz. Das ist auch bescheuert, oder? Okay, ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Egal, ich schnibbel das jetzt hier zusammen und lade das mal hoch und ihr könnt ja dann entscheiden, ob vielleicht mal vloggen soll und was man da überhaupt so macht. Also wollt ihr dann tatsächlich sehen, dass ich morgens aufstehe, mir die Zähne putze und mir mein Gesichtszeug ins Gesicht klatsche? Und was sonst so mache? Soll ich das mal machen? Also alle machen ja irgendwie so Daily-Vlog-Dingsbums. Wir probieren das mal. Und darf ich dann auch so, wie ich jetzt gucke, also einfach mal so gucken? Oder muss ich die ganze Zeit auf diesen Schlitz da gucken? Also ihr dürft es entscheiden, weil ihr müsst es euch ja dann angucken. Okay? Gut. Ich überlege dann noch, ob wir das tun. Ihr könnt ja mit überlegen. Und ich schneide das jetzt alles zusammen. Einfach nur so hintereinander. Und ihr könnt dann entscheiden, wie doof das ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann sagt, ob ich das mal ausprobieren soll. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bin gespannt, ob sich das überhaupt jemand anguckt. Ich gehe mir jetzt die Lippen abschminken, trinke einen Kaffee und ja. Ihr müsst dann noch entscheiden. Muss ich die ganze Zeit hier auf diesen Schlitz gucken, wenn ich mich mit euch unterhalte? Oder darf ich auch einfach so, wie ich hier jetzt gucke, also so gucken? Weil dann kann ich nämlich auch sehen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das fände ich irgendwie spannender. Naja, egal. Jetzt höre ich auf zu quatschen, sonst guckt sich das doch keiner an. Danke, tschüss.